Herzlich willkommen bei Lektion 27. Das ist das. Da fängt jetzt schon an zu überlegen, welche Variante ich nehme. Das Y kann man auch so machen. So, das gibt jetzt wieder wahnsinnig viel her. Das Y, ne, hat hier eine Schlaufe, hat sozusagen gleich den langen Strich als im Angebot. Der ist hier nicht, aber hier schreibt man dann, wenn man Young heißt, dann schreibt man hier in diese, das kennt ihr ja schon, ne, vom V und diesen senkrechten Strichen, vom W, die werden immer durch den nächsten Buchstaben durchbrochen, mit diesem Buchstaben durchbrochen. So, hier, ne, haben wir die Geschichte, ich heiße Young. Oder meinetwegen, das machen wir jetzt gleich mal auf der nächsten Seite. Also dieser hier ist nicht unbedingt nötig. Es geht auch so, also ohne den oder nur mit dem Spitzen. So, ne? So, also nächste Seite. Wir probieren das mal aus. Das ist das Y. Wir nehmen das Y mit dem langen Strich. Ich heiße Youngster. Na, also, ne, seht ihr schon, haben wir hier, ne, wie bei dem Buch, bei der vorhergehenden Lektion, lange Striche immer gerne als T-Strich benutzen und dann darunter weiterschreiben. Das sind die absoluten Dorendorf-Tricks. Also, der hier gibt nicht viel her, ne, der endet hier unten. Man kann ihn dann hochziehen, wie beim, naja, aber wie beim F oder so. Das würde ich aber nicht machen, sondern dann hier unten anfangen und dahin weiter schreiben. So, diese Geschichten. Aber ich bin mehr für das da. Zack. Das ist doch eine super Lösung. Youngster. Was können wir noch nehmen? Also, und das. Und ja, nur so. Ja, und dann hier durch. Ja, ihr seht, ich bin nicht begeistert. Ja gut, das geht natürlich auch, dass man dann sagt, so hier, dieser Strich, also das Y so dann mit dem Strich und hier hinten nochmal das R nutzen. Ja, wenn man Youngster heißt, dann geht das ja schon, aber bei einem Namen, der hinten nicht mit R endet, da geht es halt nicht. Wollen wir das nochmal auf einer leeren Seite kurz ausprobieren? Gucken wir mal, nicht so viel Papier verschleudern hier. Schwupp. Also, ne, das war diese Geschichte hier mit dem. Hier oben, Youngster. Das T genutzt. Oder den hier weiterschreiben. Und dann so. Also, da würde ich dann keinen T-Strich nochmal da durchziehen. Obwohl, ne, diese Figur hier, ne, machen wir wieder so den hier. Also, ich neige ja dazu, immer so kleine Sachen da draus zu machen. Aber wenn es eine ernsthafte Unterschrift sein soll, dann natürlich nicht. So, also nochmal. Man kann natürlich auch einfach so eine Geschichte machen. Ne? So. Naja, also das ist schon ein sehr eigenwilliges Y. Aber es geht auch, also ne, kann man machen. Das hier mit dem, das gibt am meisten her. Der hat hier dann den Strich, neigt zur Umgestaltung. Oder diesen hier, das mag ich auch gerne hier, aber das nehme ich meistens nicht als Anfangsbuchstabe. So, guck es dir genau an. Das war das Y. Y wie üben. Ne? Also, Daumen, wenn es dir gefallen hat. Wenn es eine Anregung war für diese ganzen Geschichten links oder rechts, ne? Schick mir dein eigenes Y, das wäre super toll. Oder zumindest ein, was ich sehr, sehr toll fände. Wenn du was dazu zu sagen hast oder wenn du dazu sagen möchtest, dann einen Kommentar dazu. Das wäre super gut. Dann können wir uns nämlich alle ein Stückchen weiterentwickeln. Okay, das war das Y. Danke. Tschüss.